Ja, guten Morgen noch einmal vom Campingplatz in Oslo. Wir reisen jetzt von hier ab und fahren wieder nach Schweden, und zwar nach Lidköping, wo wir die Louise besuchen. Hier auf DE6 Richtung Schweden ist es vierspurig und hier ist 110. Ich habe Angst, dass wir gleich abheben oder so. Ich bin schon richtig in den Sitz gepresst hier wegen der hohen Geschwindigkeit. So, wenn wir hier mit 110 geradezu über die Autobahn fliegen können, wollte ich noch eine Sache thematisieren, nämlich die Kommunikation in Norwegen und Schweden. Ihr werdet in Norwegen und Schweden sehr, sehr gut mit Englisch zurechtkommen. Man kann dort wesentlich besser Englisch als bei uns in Deutschland. Man muss sich eigentlich mal schämen. Auch die ältere Generation kann eigentlich sehr gut Englisch. Aber es kann auch nicht schaden, vielleicht ein bisschen Norwegisch oder Schwedisch zu lernen, wenn man sich für das Land interessiert. Zum einen ist es schöner, wenn man sich da ein bisschen mit zurechtfindet, wenn man mal eher weiß, was wo steht. Zum Beispiel, wenn ein Tunnel geschlossen ist wegen Bauarbeiten, es steht von so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr, Tunnel stängt, dann muss man erstmal wissen, dass das geschlossen heißt. Aber es macht auch Spaß, und Norwegisch und Schwedisch sind auch sehr leicht zu erlernen. Sie sind genau wie Englisch, germanische Sprachen, aber wesentlich näher am Deutschen dran als das Englische. Also schöne Sprachen, leicht zu lernen, sehr zu empfehlen. Und das gibt nochmal zusätzlich so ein bisschen ein mehr skandinavisches Feeling, wenn man sich da ein bisschen mit zurechtfindet. Notwendig ist es aber, wie gesagt, nicht. Und übrigens, wenn ihr, also Schwedisch und Norwegisch sind sich sehr, sehr ähnlich. Und wenn ihr eins gelernt habt, werdet ihr das andere verstehen. Und ich bin mit meinem Schwedisch auch in Norwegen gut zurechtgekommen. Ich habe die Leute verstanden und sie haben mich verstanden. Das ist eigentlich näher aneinander als manche andere deutschen Dialekte. Die können sogar weiter voneinander entfernt sein. So, wir kommen jetzt in Kürze bei der Louise an, in Lidköping. Wir würden uns unten direkt an der Tür erwarten, weil wir dann schleunigst zum Schloss Lecco fahren zusammen, was wir uns zusammen angucken wollen oder was sie uns zeigen will. Da wir etwas knapp dran sind, fahren wir dann direkt weiter zusammen. Hej! 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 Jo, det är för sent. Oj, Jesus! So, wir sind jetzt hier und wir haben jetzt die Louise mit dabei. Hallo! Und ja, wir starten jetzt, wie gesagt, zu dem Schloss Lecco. Ja, Läckeslott. Läckeslott. So, wir sind da. Sieht eigentlich ganz hübsch aus. Willst du was dazu sagen? Ja, natürlich. På svenska. Läckeslott byggdes 1298, men var då en biskopsborg
alltså en liten borg. Som slottet ser ut idag byggdes det på 1600-talet av Magnus Gabriel de la Gardie, som var en greve här i Sverige. Och ja, det är ett vitt sagoslott som ni kan se. So, also wir sind jetzt hier, allerdings wird jetzt hier gleich leider alles dicht gemacht, weil wir sind außerhalb der Saison hier und ja, wir können uns hier aber noch glücklicherweise kurz umschauen. Ja, und die Luise wird uns jetzt ein bisschen was dazu erzählen. Und damit ihr euch nicht wundert, also wie ich ja eben schon erzählt habe, kann hier jeder gut Englisch. Die Luise kann natürlich auch exzellent Englisch und auch Deutsch übrigens ein wenig. Und ja, aber damit ihr etwas von dem Klang der schwedischen Sprache mitbekommt und hört, für die ich ja eben schon Werbung gemacht habe, wird das Ganze in Schwedisch von ihr erzählt werden. Okay, so. Jag är ingen expert på Läckö slott, så jag kommer läsa lite i papper här. Läckö som det ser ut idag. Det är ett stort vitt slott, men från början så var det bara en liten biskopsborg. Och det här var i slutet på 1200-talet. Men sen, vi hoppar lite framåt här i historien för att vi har så lite tid på oss. Efter reformationen 1527 så slutade Läckö att fungera som en biskopsborg. För den kända kung Gustav Vasa, han tog då över slottet, men var bara här. Två gånger enligt historien. Så det stod mest här vad jag förstår och förföll. Men så småningom, vi hoppar framåt i historien igen, så fick denna man, nu ska vi se här, jag ska säga hela hans namn, Jakob Pontusson de la Gardie, det här slottet i förläning på 1600-talet, 1615. Och då byggde han till slottet och gjorde det större och vackrare och mer imponerande. Och han, den här Jakob de la Gardie, var en fältherre. Och senare så fick hans son Magnus Gabriel de la Gardie ta över slottet. Och det är också han som är mest känd. Han var även väldigt populär hos drottning Kristina på 1600-talet som... Han var en gunsling. Nu börjar jag blanda ihop svenska och tyska. Ja, han och hans fru levde här länge och han byggde till slottet ytterligare. Och anpassade efter dåtidens stilideal. Så att det ser ut som det gör idag. Ja, och vi kan väl sluta där. Magnus Gabriel, han... blev en väldigt viktig person i Lidköpingsbygden, så han har gett namn åt många ställen även i Lidköping, och han byggde nya staden. Lidköping består av två delar, gamla staden och nya staden. Så han har varit en viktig person för Lidköping. Vad kan man göra här under säsongen? Ja, man kan göra lite olika saker. Jag har inte koll på alla, men dels så brukar det varje år vara en medeltidsmarknad här uppe vid slottet. Som pågår två dagar tror jag till och med. Och inne på slottet så finns det tre eller fyra till och med våningar som man kan besöka. Och tre våningarna kan man gå på själv. Och den ena våningen har bara guidade turer, men på engelska och tyska också. Men då måste man infinna sig en viss tid och boka en plats. Ja, vad skulle jag säga mer? Opera. Man kan gå på opera inne på slottsgården eller borgården i juli månad. Lite speciellt, jag har varit på det en gång. Det är vackert.
intimt. Och sen kan man äta förstås, som man brukar kan göra på alla ställen. Antingen på det här gamla stallet, som dock inte är ett stall längre, utan restaurang och café. Och det är det lite billigare alternativet. Vill man äta väldigt fancy så äter man på restaurangen inne på slottet. Men det kostar lite mer pengar, men är fint. Okej, ja. Tack så mycket. Schmidt. Dass hier Schafe sein könnten, beziehungsweise die wurden angepriesen auch von der Louise, und wir sehen hier Spuren, die darauf hindeuten könnten. Okay, wir haben die Schafe gefunden, Leute. So, Schmidt rastet jetzt schon völlig aus. Das Visitor Center bei Schloss Lecco ist ein Restaurant, ein Hotel und zugleich ein Informationszentrum, das über die Sehenswürdigkeiten der Region aufklärt. Auch finden hier diverse Motto-Tage statt, zum Beispiel heute der Tag des Pilzes, wo wir mehr als 30 verschiedene Pilzsorten sehen. Und ich freue mich, denn ich habe den Steinpilz erkannt. So, wir sind durch hier. Ja. Wir reißen ab. So, wir sind jetzt hier zu Hause bei der Louise und dem Joel und wir werden jetzt das traditionelle Krefttriever essen. Und ja, was es so ist, das wird uns die Louise kurz erzählen. Hallo. Här ser ni alltså kräftor till att börja med. För er som inte har sett det förut. Kräftskiva firar vi varje år i augusti-september. Helt enkelt för att förr var då som man fick börja fiska kräftor. Det fanns en lag som sa att inte före det datumet i augusti. Minns inte exakt vilket datum. Det som är obligatoriskt på bordet vid en kräftskiva, det är kräftorna och Västerbottenpajen är väl också obligatorisk i princip. Men framförallt kräftorna, och resten kan man välja lite själv. Vad man vill ha till. Nu kör vi på ostar här. Franska ostar. Men det tycker vi om här i Sverige också. Och marmelad till ostarna. På kexen. Och på brödet. Och så har vi sallad till. För sallad är alltid gott och bra. Har jag missat någonting? Nej. Det är väl det som vi har på vårt bord. Vårt buffé. Bord här på kräftskivan. Vad skulle jag säga? Ja, och sen så ser vi löjlig ut också. För det ska man göra på, eller ska man gärna göra på kräftskivan. Man ska ha löjliga hattar, fula haklappar. Men de är också praktiska. För när man ska bryta och bända och skala kräftorna så kan det skvätta iväg bitar och hårda klor. Kan det vara bra med skydd fram till. Ja, månen kanske du ska filma.
Månen ska väl helt enkelt symbolisera augusti i månen, tror jag. Vi svenskar kan vara ganska dåliga på vår historia och varför vi firar olika saker. Så ni får söka vidare på Google om det här om ni är intresserade. Mm. Ja, jag tror jag har sagt allt som jag vet och vill säga. Mm. Ja. Ja, ganz wichtig ist aber auch noch, dass wir, also wir haben, normalerweise trinkt man noch Schnaps dazu, wir haben aber Met ja mitgebracht, weil ihr wisst, wir haben ja noch Met übrig. Und wichtig ist, dass man dazu dann oder nachher lustige Lieder singt und sich dabei betrinkt. So, ja. Das werden wir auch tun. Songen sind wichtig. Ja. Songen sind wichtig. Ja, richtig. 1, 2, 3, 4. Älgen Hans, han lekte både sten och grus. Älgen Hans, han byggde stora hus. Älgen, 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 älgen.